steigen wir schon mal ein und lernen ein paar Ideen zum Thema Probleme lösen. Und ich hatte ja eben schon gesagt, Problemlösung ist eigentlich das Kernthema, was wir mit Digitalisierung verfolgen, mit der Arbeit mit Computern verfolgen. Und deswegen wollen wir uns erstmal so ein bisschen anschauen, was meinen wir jetzt eigentlich damit, Problem lösen. Das ist ja relativ vielleicht abstrakt. Deswegen machen wir es mal ein bisschen weniger abstrakt und gucken in das Thema rein. Und ich zeige euch jetzt ein Modell, das ist dieses hier, was wir über das gesamte Semester hinweg immer wieder sehen werden. Das ist nämlich das Problemlösungsschema. Das ist im Prinzip der grundlegende Aufbau, wie wir mit einem Computer Probleme lösen. Hatte ich gerade schon die Elemente genannt und wir gucken uns die jetzt noch einmal an. Wir fangen also von links an mit einem Input. Im Deutschen kennt man ja auch den Begriff Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört. EVA, das ist hier im Prinzip dieses Modell. Input, dann passiert irgendwas. Das habe ich jetzt mal hier als Box freigelassen und es wird ein Output erzeugt. Was ist jetzt das, was in diesem Kästchen steht? Das ist die Lösung unseres Problems und das kann vielfältig aussehen. Das ist im Prinzip irgendwas, was der Computer jetzt tut. Und wir werden gleich ein paar Beispiele sehen, damit das ein bisschen weniger abstrakt ist. Aber das ist das grundlegende Schema, auf das wir alle Dinge, die wir hier besprechen, fast alle Dinge auf verschiedenen Ebenen immer wieder runterbrechen können. Und wir werden jetzt, wie gesagt, uns das an ein paar Beispielen verdeutlichen. Also es geht immer um Computation und Computation ist der englische Begriff Computer. Ne, das ist der englische Begriff für Rechnen, für Rechner. Ne, der Rechner auf Deutsch ist der Computer auf Englisch und Computation ist einfach Berechnung. Ne, das ist allgemein und das ist nicht zufällig, sondern Computer sind tatsächlich Rechenmaschinen. Ne? Die machen nichts anderes als rechnen. Auch wenn sich das anders anfühlt. Es ist das, was ihr macht, wenn ihr schreibt, gerade auf dem Tablet. Seht ihr, schreibt alle fleißig Dinge auf. Im Hintergrund passieren unglaublich viele arithmetische Operationen, die letztlich irgendwelche Bits und Bytes schubsen. Und das wollen wir versuchen, besser zu verstehen. Und Computation ist der Kern davon. Genau, und dann gibt es eben Input und Output, die für diese Berechnung benötigt werden. Und wir schauen uns mal an, die einfachste und auch sehr naheliegende Berechnung ist einfach eine Addition. Und wir können uns also als ein Problem vorstellen, was wir lösen, was wir nicht nur mit dem Computer lösen können, sondern wahrscheinlich auch mit dem Taschenrechner. Wir geben also zwei Zahlen rein, auf der linken Seite A und B. Und am Ende erwarten wir S, die Summe, als Ergebnis. Und jetzt müssen wir überlegen, was muss dazwischen passieren? Genau, A plus B. Relativ einfach, aber ist ein Beispiel, was Computer ständig tun. Also die berechnen sowieso im Hintergrund ständig Dinge, aber ihr habt auch auf dem Rechner eine App, Taschenrechner, da könntet ihr A plus B eintippen und dann kriegt ihr das Ergebnis. Input, Verarbeitung, Output. Das andere Beispiel hatten wir gerade schon kurz gesehen. Das Ding funktioniert scheinbar auch nicht mehr. Oh. Schade. Dann muss ich das mit der Maus machen. Ich könnte auch sowas da stehen haben. Da steht da Count Plants, auf Deutsch zähle Pflanzen. Das ist jetzt eine bestimmte Schreibweise für eine Funktion, wie wir sie später kennenlernen, die wir in Python schreiben könnten. Das ist jetzt einfach sagen wir mal, ein Programm. Ja, der Computer führt ein Programm aus. In das Programm geben wir einen Input rein. Das Programm oder die Funktion heißt Count Plants und sie gibt einen Output raus. Ja, das ist einfach die Definition. Wir müssen jetzt überlegen, was könnte der Input sein und was könnte der Output sein? Wie könnte der Output aussehen? Und wenn ihr jetzt überlegt, Count Plants, das ist ein Beispiel natürlich aus dem Gewächshaus, aus der Landwirtschaft könnte das kommen, dass man sagt, ich will meine Pflanzen zählen. Was könnte da jetzt als Input stehen auf der linken Seite? Was könnt ihr euch vorstellen? Was könnte man so einem Computer geben und ihm dann sagen, zähl mal die Pflanzen? Ja, wir wollen ja uns dem Thema der Informationsrepräsentation nähern. Darum geht es. Deswegen wollen wir ein paar Beispiele sehen. Was könnte so ein Input jetzt sein? Auf welcher Basis könnte jemand Pflanzen zählen? Also jemand ist dann der Computer.
Naja, es könnte zum Beispiel ein Bild sein. Ja, wir haben, das ist tatsächlich eine Drohnenaufnahme, die wir mit unserer Drohne gemacht haben. Die würde jetzt nicht unbedingt Pflanzen zählen an der Stelle, das ist einfach nur ein Beispiel. Ah, jetzt geht es auch wieder. Sondern in dem Fall wollte man, glaube ich, eher die Grünfärbung, also wie gut ein bestimmter Dünger funktioniert, hat man da, glaube ich, herausgefunden. Das ist also jetzt hier nicht unbedingt das Zählen von Pflanzen, aber man könnte natürlich auch sich vorstellen, dass man Luftbildaufnahmen macht, vielleicht ein bisschen näher dran und dann einem Computer die Aufgabe gibt. Guck mal, hier ist das Bild von meiner Parzelle. Ich möchte, dass du zählst, wie viele Pflanzen du da siehst. Das könnte ein Computer machen, könnte auch ein Mensch machen, aber wir wollen ja gerade die Möglichkeit schaffen, dass Computer Dinge für uns erledigen, dass die Computer Dinge für uns effizient und ohne Fehler durchführen können, ohne dass wir jetzt menschliches Zutun brauchen und dann zusätzliche Arbeitskraft, sage ich mal. Die Idee hier, die Frage, wie können wir das einem Computer beibringen? Input ist also, könnte ein Bild sein. Dann kommt irgendwas, was wir noch weiter definieren müssten. Count Plants, was macht das? Dahinter wird ein Algorithmus stecken. Das ist dieser Begriff. Algorithmus wäre dann im Prinzip ein Lösungsschema für dieses Problem, Pflanzen zu zählen auf einem Bild. Ja, ein Algorithmus ist also ein Rezept, wenn man so möchte, eine Abfolge von Schritten, die wir dann durchführen können, um ein Problem zu lösen. Da kommen wir dann später nochmal drauf zurück. Also das Bild könnte ein Input sein und was wäre dann so ein Output? Was würdet ihr dann erwarten? Also nicht im Sinne von, was kommt genau raus, sondern was wäre von der Art her? Ja, genau, ganz einfach eine Zahl, so wie wir es eben auch gesehen haben. Also im Prinzip könnte 42 rauskommen, könnte aber auch 153 oder 1000 irgendwas rauskommen. Also die Zahl ist tatsächlich egal, es ist aber eine Zahl sehr wahrscheinlich, die da rauskommt. Also, wir sehen schon, wir müssen uns also darüber unterhalten, wie bilden Computer Bilder ab? Ja, das wäre ja hier die Frage. Wir wollen ja dem Computer das Bild geben. Und beim Menschen ist das irgendwie klar. Wir zeigen dem Menschen ein Bild und der fängt an zu zählen. Und beim Computer ist das nicht so ganz klar. Wie kann der Computer jetzt auf einem Bild irgendwas zählen? Das müssen wir uns erstmal anschauen, wie das funktionieren kann. Und dazu brauchen wir die Idee, wie ein Computer Bilder abbildet. Und wir brauchen vor allen Dingen auch sowieso das Wissen, wie ein Computer Zahlen abbildet, weil wir wollen am Ende hier auch eine Zahl als Ergebnis stehen haben. Das ist noch ein Beispiel gleich an. Das ist jetzt hier nochmal die Vervollständigung, was jetzt diese beiden Bereiche sind. Links und rechts, Input, Output, das ist also die Darstellung von Informationen. Die Frage, wie stellt man diese Dinge dar, die wir im ersten Teil dieses Moduls beantworten und wie man jetzt sich vorstellen muss, dass so ein Problem gelöst wird. Wie funktioniert Informationsverarbeitung? Das machen wir im zweiten Teil, das ist dann in Processing of Information. Schauen wir uns noch ein Beispiel an, das hattet ihr eben selber genannt. Kann man auch auf dieses Schema runterbrechen. Input, Sprachmodell, Output. Ja, wir können und werden auch ChatGPT hier in der Sitzung verwenden. Ihr nutzt das teilweise auch in eurem Alltag, hattet ihr gesagt. Und das ist auch ein Beispiel für Informationsverarbeitung nach diesem Schema, denn was ist da der Input? Alle, die das nutzen. Oder auch alle, die es nicht nutzen, wissen das, ja. Genau, eine Fragestellung. Ganz allgemein sprechen wir da von einem Prompt. Ja, wir sagen immer, wir prompten das Modell und das kann eine Frage sein. Das kann aber auch mehr als das sein. Das kann zum Beispiel eine Beschreibung sein von einer Rolle, die das Modell einnehmen soll. Das kann eine sehr komplexe Beschreibung einer Situation sein, auf der wir dann eine Frage anschließen. Also das Thema Prompt Engineering ist ein mit aktuell sehr, sehr gefragtes Thema bei Unternehmen. Wenn man also sich da gut auskennt, wie man diese Modelle dazu bringt, das zu tun, was wir von ihnen wollen, das nennt man dann Prompt Engineering, dann seid ihr relativ gut vorbereitet. Und ich bin tatsächlich gerade dabei und mit meinem Mitarbeiter zusammen im Sommer in der Blockwoche einen Workshop zu dem Thema anzubieten. Und das schon mal vielleicht vorab. Guckt mal, ob ihr da Lust drauf habt. Prompt Engineering, arbeiten mit solchen Modellen. Wir sind alle da noch relativ, sag mal, frisch, weil die gibt es noch nicht so lange und es ist tatsächlich ein Forschungsthema. Wie kann man jetzt mit entsprechend besseren Prompting-Strategien mehr aus diesen Modellen rausholen? Es gibt mittlerweile schon sehr, sehr viel Wissen dazu und es gibt einige Paper und es gibt vor allen Dingen viel Möglichkeiten, das praktisch auszuprobieren. Da wollen wir dann in so einem Workshop mal mit euch zusammen, also wer Lust drauf hat, ein bisschen was ausprobieren und austesten, was gut und was nicht so gut funktioniert. Ja, das ist ein Beispiel. Output wäre dann eben das Ergebnis. Ihr kennt das, ihr chattet da und kriegt einen Output als Text. Ne? Das kann aber auch
ein Bild sein, weil ChatGPT und DALL-E 3, was im Hintergrund als bildgenerierendes Modell arbeitet, auch Bilder generiert. Also das kann theoretisch auch eine andere Form vom Output her sein. Klassisches Beispiel, schon sehr alt, aber dennoch Schach spielt, denke ich, immer noch ein Großteil der Menschen. Ich frage mal hier, wer von euch spielt Schach? Ab und zu zumindest mal. Hier nicht so verbreitet. Aber ich denke mal, die meisten von euch werden die Regeln kennen und wissen noch, was Schach ist. Schach ist ein Brettspiel und das wurde ja in den 90ern schon mit KI-Systemen versucht zu lösen, im Sinne von übermenschliche Spieler zu entwickeln. Und es gab ja das berühmte Spiel Kasparov gegen Deep Blue. Das war in den 1999 oder 98, ich weiß nicht mehr ganz genau wann. Und damals hat ein Schachcomputer den weltbesten Schachspieler geschlagen. Das war eine Riesensensation. Das war damals so ein Durchbruch in der KI, wo man heute sagen würde, naja, das ist ja eigentlich gar keine KI. Das ist eigentlich eine clevere Suche gewesen, was er da gemacht hat. Also was Deep Blue gemacht hat, ist, er hat einfach schlau alle möglichen Züge vorhergesagt und alle geprüft, welche am Ende mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zu einem Sieg führen. Und er konnte eben sehr, sehr weit in die Zukunft blicken, weil er sehr effektiv Informationen verarbeiten kann. Also im Sinne in die Zukunft gucken, welche möglichen Züge sind von der aktuellen Position möglich. Und wenn ich diesen Zug mache, welche sind dann wieder möglich und dann, das ist also ein Riesenbaum, der sich aufspannt. Und das konnte er halt oder kann sehr gut durchsucht werden und dann entsprechend besser als ein Mensch die Züge auswählen. Aber es ist ein Beispiel für Informationsverarbeitung, weil der Input letztlich die Positionen der Figuren auf dem Schachbrett wären und die beschreiben wir halt irgendwie. Da ist wieder die Frage, wie beschreiben wir das? Na, da müssen wir nicht unbedingt ein Bild reingeben, weil wir können ein Schachbrett sehr viel präziser beschreiben. Wir können ja genau sagen, auf welcher Koordinate steht welche Figur. Aber wir müssen dann natürlich mit diesem Input irgendwie dieses Problem lösen. Also ich habe ein Schachbrett gegeben, was ist der next best move, wenn ich weiß, folgende Situation auf dem Schachbrett und folgender Spieler ist an der Reihe. Und das ist ein Problem, was wir mit Computern lösen können, mittlerweile auch umfassend, sagen wir mal, gelöst haben. Es gibt keine Zweifel daran, dass wir Computer nicht mehr schlagen können. Also es gibt keinen Menschen, der einen Computer schlägt heutzutage mehr. Das war eine Zeit lang anders. Also das Problem kann man als gelöst ansehen. Es gibt immer noch unterschiedliche Ansätze, aber sagen wir mal, Computer sind besser als Menschen im Schachspielen. Und die Frage, was passiert hier, was muss hier passieren, kann man wieder erstmal als kryptische Funktion, als Next Move einfach bezeichnen. Das könnte zum Beispiel der Einstieg in ein Programm sein, das wir schreiben, wo dann dahinter ein Algorithmus liegt, der genau das ermitteln kann. Und als Ausgabe kennt ihr vielleicht, Schachzüge werden oft mit Koordinaten dargestellt, ganz kurz dargestellt. E2 nach E4 bedeutet der, ja, auf E2 steht da überhaupt einer, ja, der Bauer E2 geht nach E4, also 2 Schritte nach vorne. Das wäre eine Eröffnung für Weiß. Die wird auch gerne gespielt. Und das wäre jetzt ein Move, der dann eben im Output so aussehen könnte. Ein weiteres Beispiel für Informationsverarbeitung. Es gibt noch mehr. Ich habe in den Übungsaufgaben für euch auch eine Aufgabe, wo ihr euch mal überlegen sollt, was sind noch andere Beispiele, die euch einfallen. Könnt ihr mal drüber nachdenken. Und da werden wir dann wahrscheinlich nicht heute, aber beim nächsten Mal auf jeden Fall kurz drüber sprechen, genau, als Hinweis vielleicht zu den Übungsaufgaben. Die sind so gedacht, dass ihr die natürlich für euch macht. Also, dass wir hier im Prinzip nach der Sitzung bis zur nächsten Sitzung vielleicht habt ihr die Möglichkeit, habt da drauf zu gucken und das nochmal für euch zu reflektieren. Das sind gute Übungsaufgaben, um das nochmal selber zu durchdenken, was wir hier gemacht haben. Und auf der anderen Seite, manchmal werden wir auch hier in der Sitzung mal vielleicht eine Viertelstunde für eine Aufgabe investieren, wenn es gerade aus meiner Sicht didaktisch sehr sinnvoll ist, genau das zu tun. Aber das ist nicht der Normalfall. Normalerweise sind die für euch, aber ich würde gerne hier Ergebnisse besprechen. Also wenn wir jetzt nächste Woche mal wieder zusammenkommen und ihr euch diese Übung angeschaut habt, dann würde ich zu Beginn der Sitzung euch fragen, ob es zu den Aufgaben Lösungsvorschläge gibt. Und ihr könnt dann kurz mir oder allen teilen, was ihr da sozusagen gefunden habt, was eure Lösungen wären. Und dann können wir kurz besprechen, ob die anderen das auch so sehen und ob, dann kann ich auch ein Feedback geben. Das würde ich aber nicht so machen, dass wir die alle hier gemeinsam machen und zusammen machen, sondern es muss von euch dann ein Lösungsvorschlag kommen, den wir dann diskutieren können. Und dann würde ich das auch gerne die Zeit dafür nutzen, das zu besprechen.
Genau, ansonsten ist das erstmal für euch zur Übung. Bei den Programmieraufgaben, die es auch gibt, da werden wir in der Programmierung dann die doch stärker aufgreifen, weil da geht es viel auch ums Üben und da müssen wir auch gemeinsam ein bisschen üben hier zusammen und da machen wir das auch anhand der Übungsaufgaben etwas stärker, als wir das in einem anderen Block machen. Genau, Philipp, mein Mitarbeiter, den ich eben schon erwähnt hatte, der hat auch vor, mindestens zwei Sitzungen noch anzubieten, die wahrscheinlich online stattfinden werden als Angebot zum Thema, sag mal, Tutorium zur Programmierung. Das wird er wahrscheinlich nach ein paar Wochen machen, wenn wir schon die ersten Sachen gemacht haben, sodass ihr dann da nochmal auch eine zweite Person habt, mit der ihr das vielleicht nochmal durchsprechen könnt, dass er nochmal euch ein paar Hinweise gibt. Und aus seiner Sicht, das ist oft gut, wenn man zwei Perspektiven hat und Dinge vielleicht zweimal aus unterschiedlicher Perspektive erklärt bekommt. Oft hilft das. Und er bietet dann wahrscheinlich zwei oder drei Termine über das Semester verteilt an, wo ihr dann auch nochmal mit Programmieraufgaben hinkommen könnt, mit Lösungsvorschlägen und dann ihr die besprechen könnt mit ihm. Weil wir hier in der Sitzung eben nicht immer so viel Zeit haben. Ich versuche dann wirklich demnächst die Hälfte davon auch dafür zu reservieren, aber das schaffen wir halt, ja, wir haben halt eben ein bisschen knappere Zeit, deswegen haben wir noch extra Angebote ins Leben gerufen. Und ihr könnt natürlich immer in die Sprechstunde kommen am Freitag zu mir mit Übungsaufgaben, die wir hier nicht geschafft haben, wenn ihr da nochmal Bedarf habt. An der Stelle machen wir jetzt, weil es gerade passt, wir haben gerade eine neue Überschrift, Problem Solving Strategies, kommen wir gleich drauf zurück und machen jetzt eine Pause von einer Viertelstunde, also um 9:45 Uhr treffen wir uns hier wieder pünktlich. So, wir machen nach der Pause weiter. Und wir steigen jetzt ein. Wir sind immer noch im Thema Problemlösung. Problemlösung, Schema haben wir jetzt kennengelernt. Nochmal kurz zur Erinnerung. Input, Verarbeitung, Output. Das kommt uns immer wieder im Laufe des Semesters auf den Tisch. Da werden wir immer wieder drüber sprechen, wie wir jetzt bestimmte Dinge, über die wir dann an der Stelle sprechen, wieder auf dieses Schema mappen können, weil das einfach immer dahinter liegt in der Regel, wenn wir über die Lösung von Problemen mit Computern sprechen, worum es ja in diesem Modul geht im Grunde. Und jetzt wollen wir uns im zweiten Teil des heutigen Themas mit der Frage beschäftigen, wie kann man eigentlich ja, Probleme lösen? Probleme lösen ist ein großes Wort und dahinter gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man ein Problem sag mal, angeht, wie man an ein Problem herangeht. Und vielleicht frage ich mal euch einfach, wenn ihr vor einem Problem steht, das jetzt mal eine gewisse Komplexität hat, nicht A plus B, das ist, denke ich mal, nicht das, worüber wir hier gerade sprechen, sondern ein komplexes Problem, wie zum Beispiel die Frage nach dem nächsten Schachzug, was durchaus relativ komplex ist. Nicht unbedingt aus eurem Alltag, nehmen wir vielleicht eher ein Problem aus eurem Alltag. Ihr wollt euren nächsten runden Geburtstag planen und plant eine Geburtstagsfeier oder was auch immer für euren nächsten Geburtstag oder welches Event ihr auch immer feiern wollt. Das ist ja im Prinzip, kann man sagen, ein Problem, was wir lösen wollen und die Frage, wie geht man an so ein Problem ran? Also wie geht ihr an ein komplexes Problem ran? Hat da jemand eine Idee, was man da meint mit Problemlösungsstrategien? Also wie würdet ihr jetzt intuitiv rangehen? Vielleicht könnt ihr das mal einfach für euch überlegen, wie würde man so ein komplexes Problem möglicherweise versuchen anzugehen? Was sind da so Strategien? Bei Kindern, wovon ich drei kleine zu Hause habe, da lernt man, dass man zum Beispiel Kindern, wenn man will, dass sie was machen, also ein Problem für jemanden lösen, zum Beispiel Zimmer aufräumen, muss man immer, also da darf man nicht einfach ein komplexes Problem nennen und sagen, mach das, weil es einfach viel zu komplex ist. Die Frage ist, was kann man also tun, damit man das Problem vielleicht lösbarer macht? Ja, das ist tatsächlich bei kleinen Kindern sehr gut darstellbar, aber das gilt für uns Erwachsene natürlich genauso. Was macht man typischerweise, um so ein Problem lösbarer zu machen, das vielleicht sehr komplex ist? Ja. Genau, sich zu überlegen, wie kann ich das Problem strukturieren? Also im Prinzip wäre eine Möglichkeit zu strukturieren, eine Aufteilung zu identifizieren, was sind eigentlich Probleme, die ich einzeln lösen kann, die Schritte darstellen oder die Teilprobleme darstellen. Genau, das ist sicherlich auch eine der wichtigsten Strategien und eine, die wir hier ein bisschen in den Vordergrund stellen wollen, weil das tatsächlich bei Computern umso mehr gilt. Wenn wir also mit Computern Probleme lösen, dann sollten wir uns auch die Frage stellen, wie können wir dieses Problem in kleinere Stücke zerschneiden?
Wie können wir das Problem in Teilprobleme zerlegen und diese dann einzeln lösen und dann nachher das Ganze wieder zu einem großen Ganzen zusammenfügen? Also bei der Geburtstagsplanung könnte man sich vorstellen, man würde ja auch nicht, man könnte gar nicht dieses Problem Geburtstagsplanung einfach so lösen. Man müsste überlegen, okay, was muss ich denn machen? Ich muss ja erstmal eine Liste erstellen mit Leuten, die ich überhaupt einladen möchte. Vielleicht, wenn ich eine Feier mache, dann muss ich mir einen Ort aussuchen, wo ich feiern möchte. Dann muss ich mich vielleicht um DJ kümmern, was auch immer. Und ihr, glaube ich, wisst selber, was das beinhaltet, eine Feier zu planen. Und dann würde man sich natürlich diese einzelnen Probleme anschauen, aufschreiben und getrennt voneinander lösen, sodass man insgesamt dann dieses Problem Geburtstagsfeierplan gelöst hat. Ja, das ist dieser eine Ansatz, den man typischerweise in der Problemlösung findet. Und den kann man tatsächlich auch in der Programmierung nachher sehr gut wiederfinden. Da werden wir nämlich lernen, dass wir in der Programmierung sehr gerne Probleme, die einmal gelöst wurden, nicht ein zweites Mal lösen, sondern diese Lösung, diese Teillösung immer wieder verwenden. Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich einmal gelöst habe, wie ich Objekte auf einem Bild zählen kann, um dann wieder auf das Beispiel mit den Pflanzen zurückzukommen, die gezählt werden. Wenn ich einmal gelöst habe, dass ein Computer Objekte auf einem Bild zählen kann, dann kann ich das in vielen verschiedenen Problemen wiederverwenden, wo ich das gleiche Teilproblem habe, nämlich dass ich vielleicht die Objekte zählen muss und muss dann das Rad nicht neu erfinden. Genauso, wenn ich einmal gelöst habe, wie ein Computer eine Wurzel aus einer Zahl zieht, dann muss ich als jemand, der auch ein Programm schreibt, wo ich die Wurzel aus einer Zahl ziehen muss, mir nicht nochmal überlegen, wie ich denn jetzt selber Schritt für Schritt die Wurzel ziehen kann. Ja, das sind so Dinge, wo wir auch über das Thema Wiederverwendung und Nicht-Neuerfinden des Rads sprechen. Ne? Also die Frage bei der Geburtstagsplanung zum Beispiel, auch da trifft das zu, denn es gibt sicherlich einige Dinge, wo andere auch schon mal einen Geburtstag geplant haben, wo wir nicht das Rad neu erfinden müssen, wo man vielleicht schon auf bestimmte Listen, zum Beispiel, welche Locations in einer Stadt für eine Geburtstagsfeier gut sind. Vielleicht hat da schon mal jemand was drüber geschrieben in einem Blog. Oder es gibt vielleicht irgendwelche Apps, die einem da helfen. Also da wird man auch nicht versuchen, alles immer von neuem zu machen. Also die Frage, wie kann ich ein Problem lösen, ist auf der einen Seite sicherlich das Problem in kleine Teilprobleme zu zerlegen, die man dann einzeln voneinander löst und dann diese gefundenen Lösungen für die Teilprobleme aber auch versuchen wiederzuverwenden, soweit man sie in einem anderen Kontext dann wiederverwenden kann und vor allen Dingen auch Lösungen, die es schon gibt, zu verwenden. Ja, das ist auch ganz wichtig in der Digitalisierung. Ja, es würde auch keiner auf die Idee kommen, zum Beispiel ein bestimmtes Informationssystem wie ein ERP-System, was man in der Produktionsplanung zum Beispiel einsetzt, jedes Mal von neuem zu programmieren, sondern da gibt es Lösungen, die sind geschaffen worden, die funktionieren, die sind getestet, die kann ich dann für die Lösung meines Problems heranziehen. Und auch vielleicht nur eines Teilproblems. Genau, das wäre also das, was du gerade beschrieben hast, ist der sogenannte Divide and Conquer-Ansatz. Also löse das Problem und erobere es, also schaffe das Problem und löse es. Das ist Divide and Conquer im Englischen oder da sprechen wir viel in der Informatik von Divide and Conquer. Und es gibt dann nachher in der Programmierung auch tatsächlich Algorithmen. Das ist dann wieder dieses Thema der Frage, wie löst man Probleme mit bestimmten Schrittabfolgen, die genau diesen Divide and Conquer-Ansatz verfolgen. Also das Problem in kleinere Probleme zerlegen, um es dann besser lösen zu können. Genau. Und das wollen wir in der Programmierung auch immer üben, weil das ist tatsächlich ein Ziel dieses Moduls. Und gerade im Q&A war die Frage, was kann ich denn mit Wirtschaftsinformatik anfangen? Das ist jetzt tatsächlich eher die Frage, was kann ich am Ende dieses Moduls? Wirtschaftsinformatik und eines dieser Dinge ist sicherlich eine bessere Problemlösungskompetenz. Also das ist ein Ziel beim Arbeiten, beim Programmieren, beim Arbeiten mit Computern, dass man sich auch im analytischen Denkvermögen und in der Problemlösungskompetenz übt, weil Programmieren und Probleme lösen mit Computern, das ist Programmieren, nichts anderes bedeutet, als Probleme in der echten Welt zu lösen. Deswegen machen wir das ja. Und die Frage, das einem Computer beizubringen, ein Problem zu lösen, ist praktisch die maximal, sage ich mal, ja, die beste Möglichkeit, um das zu üben, weil ein Computer hat bestimmte Eigenschaften, die uns nahe an die Perfektion bringen lassen, weil wir müssen einem Computer sehr genau sagen, wie wir ein Problem lösen. Einem Menschen
kann ich sagen, ja, such mal eine Location raus, weiß ja schon, was ich so gerne habe und so weiter und mache mal ein paar Vorschläge. Das würde beim Computer natürlich nicht funktionieren. Er weiß erstens nicht, wo er gucken soll. Er kennt uns nicht, er kennt die Person nicht und er hat vor allen Dingen auch gar keine Ahnung, was überhaupt ein Geburtstag ist und so weiter. Er kennt diese ganzen natürlichen Dinge, mit denen wir annehmen, dass andere Menschen sie verstehen, kennt er nicht. Ja, wir müssen im Computer ganz anders klar machen, was das Problem ist. Also da sind wir bei der Repräsentation von Informationen. Was sind die Informationen, die gebraucht werden und wie repräsentieren wir sie? Wie sieht das Ergebnis aus? Was wollen wir eigentlich am Ende haben? Das kann man sagen, ist dann bei Menschen, wenn sie miteinander sprechen, kann man das auch mal dem Gegenüber überlassen, wie das Problem gelöst werden soll, wie das Ergebnis aussieht. Das kann man beim Computer nicht. Da muss man wirklich ganz genau sein, was ist das Problem? Wie sieht es aus? Wie definieren wir diesen Input? Und wie definieren wir den Output und vor allen Dingen, wie soll das Problem gelöst werden? Und selbst kleinste Fehler, wie wir sehen werden in der Programmierung, man vergisst mal ein Zeichen, führen zu einem nicht funktionierenden Programm und damit einer nicht funktionierenden Lösung. Das heißt, der Computer ist ziemlich nervig, was das angeht. Also er will wirklich genau wissen, was wollt ihr jetzt von mir? Auf der anderen Seite wird man da dazu gezwungen, seine Lösung wirklich zu durchdenken. Und vorher vor allen Dingen so einen kleinen Plan zu machen, wie will ich das Problem lösen und es dann in kleineren Teilproblemen wirklich anzugehen. Genau, das ist also eine Antwort auf die Frage, was kann ich eigentlich nachher mit der Wirtschaftsinformatik anfangen? In diesem Modul speziell Probleme lösen und vor allen Dingen verstehen, wie Computer es tun, um dann später damit dann auch Probleme, die bis jetzt nicht gelöst sind, vielleicht zu adressieren, zu überlegen, mit Digitalisierung, mit Computern lösen zu können. Also das ist so, und selber die Fähigkeit zu entwickeln, analytisch an Probleme ranzugehen und Probleme wirklich sehr genau zu definieren und die Lösung sehr genau zu definieren und aufzuschreiben. Das ist sicherlich eins der Dinge auch hier, die wir versuchen wollen zu üben. Also Divide and Conquer ist ein Ansatz, eine Strategie zur Problemlösung. Und wir wollen da mal ein Beispiel uns gleich anschauen. Man kann sich das also so vorstellen, wir haben also jetzt diese Box, das stellt ein großes Problem dar. Was machen wir damit? Wir machen daraus einfach vier kleine Probleme in dem Fall, sagen wir mal. Das ist so das Einfachste, wie man sich das vorstellen kann. Großes, komplexes Problem, zerlege es in kleinere Probleme. Das ist dann wieder bei dem kleinen Kind, ne? Räum dein Zimmer auf, wird meistens nicht gemacht. Und man weiß mittlerweile, warum, weil das einfach viel zu überwältigend ist, räum dein Zimmer auf, wo soll ich denn da anfangen? Das sieht ja aus wie im Saustall. Und dann kann man Abhilfe schaffen, indem man sagt, fang doch mal an und sortiere mal deine Lego-Steine nach Farbe. Das ist ein Teil des Problems. Und das kann man dann als kleineres Problem viel besser lösen. Ne? Also wenn ich jemandem sage, mach mal das konkret, dann ist es oft einfacher, genau dieses konkrete Problem zu lösen. Man kennt das, dieser Begriff Procrastination. Man muss eigentlich für die Prüfung lernen, aber irgendwie hat man doch auch keinen Bock und andere Sachen zu tun und es ist irgendwie so groß und abstrakt. Das ist dann auch oft dieses Problem. Das Problem ist zu groß. Das Problem ist zu komplex. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Deswegen soll man ja auch im Projektmanagement zum Beispiel Probleme bzw. Arbeitspakete möglichst so definieren, dass sie sehr konkret sind und sehr klar ist, was gemacht werden soll. Wenn die Probleme oder die Aufgaben zu abstrakt oder zu komplex erscheinen, dann ist einfach eine Schwierigkeit, eine Hürde da, überhaupt damit zu beginnen und damit anzufangen. Und das gilt bei kleinen Kindern, das gilt bei Erwachsenen, das gilt aber auch vor allen Dingen bei Computern. Da müssen wir es runterbrechen, weil wir ja letztlich dem Computer auch genau schrittweise sagen müssen, wie ein Problem gelöst wird. Und für uns bedeutet das, wir müssen in diese Details reingehen. Wir müssen ihm im Zweifel sogar sagen, welche Legosteine in welche Kiste genau rein sollen und wo dort in die Kiste. Aber das Schöne ist, wenn wir es einmal gemacht haben und dem Computer das einmal erklärt haben, brauchen wir es nie wieder machen und dann können wir einfach auf Knopfdruck sagen, jetzt mach's bitte und es wird gemacht und zwar innerhalb von wenigen Millisekunden. Das kann natürlich ein Kleinkind nicht, aber der Computer kann es, deswegen lohnt sich die Arbeit, die man vielleicht da reinsteckt, das Problem einmal zu automatisieren, wenn man das mal so nennen darf, oder einmal digital abzubilden und zu lösen. Das lohnt sich, weil man es danach einfach unendlich oft und sehr schnell wiederholen kann. Genau, man könnte dann noch weitergehen und das Problem noch kleiner machen und bis man irgendwann ein Problem hat, wo wir sagen, gut, das können wir jetzt mit 5 Zeilen Programmcode lösen oder das können wir mit einem bestimmten Werkzeug lösen, wie auch immer. Muss ja nicht immer Programmieren sein, aber es ist auf jeden Fall ein Problem, was sich lösen lässt und insgesamt zu der Lösung des großen Problems beiträgt. Genau, wir gucken uns mal ein Beispiel an und gucken uns da wieder unser Problemlösungsschema an. Wir haben folgendes Problem vor uns. Wir haben eine
Liste von Zahlen, die ist sortiert nach der Größe der Zahl, beginnend bei der kleinsten, endend bei der größten. Und die Zahl beinhaltet, die Liste beinhaltet, wie gesagt, Zahlen, und wir bekommen zusätzlich als Problemdefinition eine Zahl zu dieser Liste, und wir sollen gucken, ob diese Zahl in der Liste vorhanden ist. Also ein Beispiel wäre, also ein Anwendungsfall dafür wäre, wir gucken in der Namensliste, es könnten ja auch Namen sein, müssen keine Zahlen sein. Und wir wollen schauen, ob eine bestimmte Person da drin ist. Das machen wir typischerweise mit Excel, und suchen dann danach. Das wäre eine Implementierung oder ein konkretes Problem, was aus dieser Klasse käme. Oder wir suchen in einem Indexverzeichnis nach irgendeinem Schlagwort, gucken, ob dieses Schlagwort in der Liste vorkommt. Ja, oder wir wollen einfach wissen, ob eine bestimmte Zahl eine Primzahl ist. Und da kann man zum Beispiel eine Liste von Primzahlen aufspannen und gucken, ob die Zahl, die wir suchen, da drin ist. Und wenn sie da drin ist, dann wäre die Antwort ja, es ist eine Primzahl. Und wenn nicht, dann nicht. Das ist genau das Problem, was wir hier haben. Wir wollen also eine Liste von Zahlen sortiert. Und das sind jetzt einfach mal alle Primzahlen von 1 bis 100. Durchsuchen nach einer bestimmten Zahl, die wir da drin identifizieren wollen. Und am Ende wollen wir sagen, ist es eine Primzahl, ja oder nein, ist die Zahl in der Liste oder nicht. Und das ist dann das Schema dazu. Also Input ist, wie gesagt, eine Liste von Zahlen und eine Zahl. Also zwei Dinge. Das können auch beliebig viele Dinge sein. Das können wir hier schon mal mitnehmen. Der Input ist also eher abstrakt im Sinne von, es ist irgendeine Information, die aber aus mehreren Teilen bestehen kann. Dann haben wir vielleicht eine Funktion Search, Such, Search in List oder was auch immer könnte man sie nennen. Der Name ist letztlich egal, aber sie löst dieses Problem der Suche nach der Zahl in der Liste. Und dann haben wir eine Ausgabe. In diesem Fall wollen wir nur wissen, ist sie drin oder nicht, ja oder nein. Und dann könnten wir sagen, ist eine Primzahl oder nicht. Wir gucken uns das mal an dem Beispiel. Das ist unsere Liste und die Zahl, die wir suchen, ist die 67. So. Jetzt ist es für uns relativ einfach. Also ist 67 eine Primzahl oder nicht? Ja, ist drin, ne? Die steht da irgendwo. Das ist für uns relativ einfach, weil wir gehen da halt einfach mal visuell drüber. Bei der Liste mit 100, also kleiner 100 Zahlen, also Primzahlen kleiner 100, so rum, ist das noch relativ schnell für uns zu erfassen. Stellt euch mal vor, da wären 1 Milliarde Zahlen drin. Wenn sie sortiert ist, wird es trotzdem noch gut funktionieren. Wir kommen auch gleich darauf, warum. Aber es ist ja letztlich für uns Menschen relativ einfach, da jetzt die 67 zu suchen. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie macht denn ein Computer das? Oder wie kann ein Computer das machen? Und da müssen wir nachher darüber sprechen, wie eigentlich so ein Computer so eine Liste von Zahlen abbildet und wie ein Computer dann mit so einer Liste von Zahlen arbeiten kann. Er kann nämlich nicht einfach auf die Slide gucken und sagen, ah, da ist die 67. Na, das funktioniert so nicht. Wir können das im Prinzip so nachher erscheinen lassen, als würde er es tun. Aber unten drunter macht er natürlich was anderes. Und das, was er da macht, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das gemacht wird. Und da gibt es verschiedene Lösungsstrategien. Und wir wollen uns jetzt erstmal eine anschauen. Wir können nämlich eine Strategie fahren, die einfach eine Liste, und wir werden nachher sehen, wenn wir eine Liste haben von Zahlen, könnte man einfach wirklich, wie das hier sich darstellt, eine Liste von Zahlen im Computer, im Speicher des Computers abbilden. Das wäre im Prinzip, wenn man sich einen Speicher vorstellt, da kann man im Prinzip auch Zahlen hintereinander einfach reinschreiben. Stellt euch vor, das wären jetzt Zahlen im Computer. Die werden dann natürlich nicht so dastehen, sondern als Nullen und Einsen. Wir werden dann nachher noch über das Binärsystem sprechen, aber da können wir im Prinzip mit dem Binärsystem diese Primzahlen kodieren und die dann in eine Liste im Speicher schreiben. So, was könnte der Computer jetzt machen, wenn man weiß, dass ein Computer im Prinip seinen Speicher adressieren kann? Das heißt, er kann an eine bestimmte Stelle springen und gucken. Und wir könnten ihm jetzt sagen, deine Liste beginnt an Speicherstelle X und sie endet an Speicherstelle Y. Wie könnte der Computer jetzt vorgehen, um dieses Problem zu lösen, um nach dieser 67 zu suchen? Was wären so Möglichkeiten, die euch einfallen? Was wäre vielleicht die naheliegendste? Also ihr habt das wahrscheinlich nicht so gemacht, aber jetzt überlegt mal, wenn so ein Computer wirklich eine Liste hat und er kann an eine Stelle im Speicher springen, er könnte auch immer zur nächsten springen, er könnte an eine beliebige springen, was könnte man machen? Und das sind so die Möglichkeiten, die ein Computer hat. Er kann ja nicht auf das große Ganze gucken, sondern er kann im Prinzip sich die einzelnen Speicherstellen angucken, wo jeweils eine Zahl steht. Also was könnten wir jetzt tun?
Muss gar nicht so konkret mit dem Speicher. Jetzt geht eher darum, der Computer kann sich halt eigentlich immer nur einzelne Dinge angucken und nicht dieses große Visuelle, was wir sehen. Könnte man jetzt vorgehen? Naja, ja. Ja, man könnte mir jetzt sagen, wir könnten jetzt ein Programm schreiben, das dem Computer sagt, fang vorne an, guck dir die erste Zahl an und prüfe, ob das die gesuchte ist. Der weiß ja auch, was die gesuchte Zahl ist, die haben wir ihm ja gegeben. Und das kann er prüfen. Er kann prüfen, ob das gleich ist. Und wenn nicht, dann gehen wir zur nächsten. Guck die an, wenn nicht, gehen wir zur nächsten, guck die an, wenn nicht, geh zur nächsten und so weiter. Bis was? Wie lange soll er das machen? Ja. Sehr gut, genau. Also entweder bis er die 67 gefunden hat, dann wissen wir, wir können aufhören. Ja, wir können dann raus aus dem Programm und sagen, fertig, ja, ist drin. Oder wir sind am Ende der Liste und dann sagen wir, nö, ist nicht drin. Das wären die beiden Möglichkeiten. Also, das nennt man. Das ist tatsächlich ein Ansatz, den man Computern relativ einfach beibringen kann und das nennt man lineare Suche, weil wir eben linear durch die Liste durchgehen. Linear bedeutet einfach gerade durch. Wir machen keine Sprünge, wir gehen wirklich von einer Zahl zur nächsten. Und das wäre dann tatsächlich eine Möglichkeit. Ne? Das wäre eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Es ist nicht, wie wir gleich sehen werden, die beste, aber es ist eine Möglichkeit. Wir gehen also zur 2. Der Computer hat die 2 gesehen, streicht sie durch, ist nicht die 67. Ja, das war jetzt ein Sprung, war ein kleiner Dreher drin in der Animation. Die 5 ist nicht die 67, die 7 ist nicht die 67, und es geht immer so weiter, bis er irgendwann alle Zahlen bis zur 67 einmal angeschaut hat. Und die 67 prüft er dann und sagt, ah, halt, das ist die Zahl, die wir suchen. Also kann ich dem lieben Anwender, der Anwenderin, dem Menschen, der mich beauftragt hat, das zu tun, sagen, ja, das ist eine 67, ist eine Primzahl auf Basis der Informationen, die ihr mir gegeben habt. Gut, Problem gelöst. Was ist, wenn wir jetzt, wie gesagt, diese Milliarde an Zahlen haben? Ja, wenn wir eine Milliarde Zahlen in der Liste haben, also mit diesen paar geht das ja noch, da kann der Computer dann relativ schnell durch. Aber auch ein Computer braucht natürlich für jeden Schritt, den er macht, eine gewisse Zeit, eine gewisse Rechenleistung. Und wenn wir davon eine Milliarde oder noch mehr hätten, würden wir natürlich mehrere Schritte benötigen. Und im Zweifel, wenn die Zahlen nicht, also keine Primzahl ist, müssten wir jedes Mal die ganze Liste durchlaufen. Das wäre dann vielleicht nicht der effizienteste Weg. Da werden wir nachher noch später wieder drüber sprechen, wenn wir über Algorithmen sprechen. Da reden wir auch darüber, wie effizient ist es eigentlich, mit diesem bestimmten Algorithmus ein Problem zu lösen oder ist es vielleicht effizienter, es anders zu tun. Und da werden wir dann kennenlernen, dass dieser Begriff der Schritte, die ein Computer machen muss, um ein Problem zu lösen, elementar wichtig ist. Und hier, was wäre jetzt hier, sag ich mal, bei der linearen Suche, die wir jetzt hier gerade sehen, was wäre, sag ich mal, der Worst Case, der schlimmste Fall? Wie viele Schritte muss der Rechner tun? Wenn wir sagen, jedes Mal eine Zahl betrachten, wäre ein Schritt. Und wir werden die Anzahl der Schritte immer in der Abhängigkeit der Größe des Problems angeben. Aber was wäre hier bei dieser Liste der schlimmste Fall? Wie viele Schritte wir machen müssen, um am Ende Ja oder Nein sagen zu können? Du hattest eben schon gesagt, es gibt zwei Fälle. Entweder wir finden die Zahl oder nicht. Was wäre davon der schlimmere? Ja. Dann sind wir ganz bis zum Ende gelaufen, nur um rauszufinden, dass sie nicht drin ist. Also wir müssen bis zum Ende laufen. Das heißt, der schlimmste Fall wäre in diesem Fall n Schritte, wenn n die Länge der Liste ist. Und das sind jetzt, was weiß ich, irgendwas 26, 27, ich weiß nicht genau, Zahlen. Das heißt, n, wenn wir jetzt die Größe des Problems, also Anzahl der Elemente des Problems oder die Größe des Problems mit n bezeichnen, wäre n der Worst Case. Das heißt, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Das wäre ja bei einer Milliarde dann schon was anderes als bei diesen paar Zahlen. Der Best Case, können wir vielleicht auch gerade darüber sprechen, was wäre der beste Fall? Was kann im allerbesten Fall passieren? Ja, oder zuerst? Ja, wenn er die 67 findet, ne? Sagst du so? Ja. Der allerbeste Case wäre tatsächlich aber noch, wenn die gesuchte Zahl am Anfang steht, ne? Also das wäre
Wenn wir die zwei suchen, das ist der beste Fall, den es gibt. Also wir suchen praktisch, also der muss nur einen Schritt gehen, im besten Fall. Im besten Fall ist es ein Schritt. Im schlechtesten Fall sind es N Schritte, im besten Fall ein Schritt. Und so im Durchschnitt, was würden wir erwarten, wenn wir 1000 Mal das Ding ausführen mit unterschiedlichen Zahlen? Im Durchschnitt? Ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, weil es hängt ein bisschen vom Problem ab, aber im Durchschnitt würde man irgendwo in der Mitte landen. Ne? Wenn man sagt, es sind Primzahlen, die wir suchen, dann sind es im Prinzip immer irgendwie, wird das in der Mitte, mal sind wir weiter vorne, mal weiter hinten, mal müssen wir ganz durch. Das ist ein bisschen schwer zu sagen, aber im Schnitt könnte man vielleicht so n halbe sagen. Also das ist sowas, wo wir nachher noch drüber sprechen werden bei Algorithmen. Das ist hier lineare Suche nicht so richtig effizient, weil wir eben bei sehr großen Listen dann sehr lange suchen müssen. Und wenn ihr euch eine Excel-Liste vorstellt und ihr sucht danach irgendwas, da wird auch kein Rechner linear suchen, sondern da gibt es andere Möglichkeiten, die wir gleich, wie wir gleich sehen werden, die man da anwenden kann. Okay, das wäre jetzt lineare Suche. 19 Schritte haben wir gebraucht, das habe ich jetzt nicht abgezählt, aber die Frage, ob wir nicht das auch schneller schaffen könnten und was für Alternativen gäbe es vielleicht jetzt hier an der Stelle, um das Problem schneller zu lösen, wenn wir berücksichtigen, dass die Liste sortiert ist. Das ist hier der entscheidende zusätzliche Faktor, der noch ins Spiel kommt. Wir wissen, die Liste ist sortiert. Was können wir dann vielleicht anders machen, um rauszufinden, ob die 67 in der Liste ist oder nicht? Warum würdest du jetzt hinten anfangen? Und kurz zur Erläuterung. Also, du würdest jetzt hinten anfangen, um. Aber du weißt, die 67 ist näher an der 97. So, okay. Ja, man könnte, also im Prinzip könntest du die zunutze machen, dass die Liste sortiert ist, indem der erste Schritt in unserem Algorithmus wäre dann zu prüfen, ist die Zahl näher am Ende oder am Anfang der Liste. Ja, das könnte man tatsächlich machen. Das ist eine gute Idee. Würde sicherlich in den meisten Fällen hier eine Effizienzsteigerung bieten. Es gibt aber noch eine bessere Strategie. Und die ist schon eine gute Idee. Da würde man letztlich auch linear suchen. Es wäre weiterhin lineare Suche, aber mit einem kleinen verbesserten Start, wenn man so möchte. Ne? Man startet letztlich auf der richtigen Seite, um schneller zum Ziel zu kommen. Was gibt es für Alternativen vielleicht noch? Bei der sortierten Liste oder grundsätzlich, wenn ich sortierte Listen habe, stellt euch ein Telefonbuch vor. Ich weiß nicht, ich hatte ewig keins mehr in der Hand. Gibt es wahrscheinlich auch gar nicht mehr diese schönen dicken gelben. Aber das ist so ein Beispiel, was man gut nehmen kann, wenn man da nämlich nach einer Person sucht. Na, sagen wir mal, wir suchen nach Meier. Wie geht ihr da vor? Da würdet ihr ja nicht vorne anfangen zu blättern, ja. Genau, du würdest wahrscheinlich sagen, du machst das Telefonbuch irgendwo auf, weil du Meier, das ist so wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, irgendwo bist du finden, dann guckst du rein und bist du vielleicht zu weit. Dann siehst du bist schon bei P. So, was machst du dann? Gehst ein Stück zurück, guckst da und so weiter. Ne? Du wirst also ein bisschen effizienter, weil du weißt, sie sind sortiert. Du weißt, dass Meier nicht irgendwo steht, sondern es steht irgendwo an der Stelle, wo M im Alphabet kommt. Und das wäre jetzt hier auch so. Wir können also eine andere Strategie fahren. Wir können nicht zur 67 direkt springen, aber wir können eine andere Strategie fahren. Was der Computer nämlich auch machen kann, ist, er könnte, wenn er weiß, in seinem Speicher beginnt die Liste hier und sie endet hier, könnte er identifizieren, wo ist denn die Mitte der Liste, wo ist denn der Speicher, der in der Mitte liegt. Das könnte er ausrechnen, weil er weiß, was die Länge ist und er weiß, wie viele Speicherstellen er dann springen muss, um die Mitte der Liste zu betrachten. Also, was wir machen könnten, ist, wir könnten das Problem in zwei teilen, und zwar in der Mitte der Liste. Und das Element, was an dieser Speicherstelle steht, uns anschauen und überprüfen, ob das die 67 ist oder nicht. Und das können wir ja mal machen. Das wäre jetzt genau das, was wir jetzt machen. Wir splitten unser Problem in zwei Teile. Ja, das ist dieses große Problem, das wir jetzt in zwei kleinere teilen. Und das machen wir jetzt. Das nennt man dann binäre Suche. Und wir würden dann, wenn man das jetzt mal durchzählt, wäre das Element an der Mitte die 41. Das wäre das. Ja, wenn wir die Länge nehmen, durch zwei teilen, das Element, was da sitzt. Manchmal muss man bei ungeraden und geraden Zahlen dann eben eins vor- oder zurückgehen, aber das ist jetzt das, was an der Mitte sitzt. Das wäre jetzt also die 41. Der Computer prüft, ist das das gesuchte Element? Nee, 67 ist nicht ungleich. Da steht da dieses Ausrufezeichen gleich, steht für ungleich in der Programmierung, ist nicht 41. Also, was machen wir jetzt?
Liste ist sortiert. Genau, wir können. Genau, wir wissen, weil die Liste sortiert ist, dass auf keinen Fall links von der 41 unsere Lösung liegt, ne? Also wir können uns sicher sein, dass wir den linken Teil der Liste schon mal wegstreichen können. Die 67 ist größer 41, also muss sie rechts in dem rechten Teil liegen. Also wir können das alles wegstreichen. So, jetzt können wir im Prinzip nach dem gleichen Vorgehen weitermachen. Jetzt haben wir eine kleinere Liste vor uns, aber wir haben trotzdem die Möglichkeit, genauso vorzugehen, weil sie ist weiterhin sortiert. Also, was machen wir? Wir schneiden auch diese Liste durch und gucken jetzt auf die 71. Da muss man sich jetzt entscheiden. Rechts liegen 5 und links 6 Elemente. Das ist bei ungleichen Anzahlen dann eben nicht mehr möglich, die Mitte zu identifizieren. Aber muss man im Algorithmus halt sagen, nimmt man dann den größeren oder den kleineren Wert. Jetzt haben wir uns hier für den größeren entschieden. Also, wir prüfen die 71. Also die 71 gegen die 67 ist wieder nicht die gleiche Zahl, also nicht die gesuchte. Aber was hilft uns? Weil wir können jetzt sagen, die 71 ist es nicht, die 67 ist kleiner als die 71, also können wir alles, was rechts davon steht, schon wegstreichen. Wir bleiben also mit einer wieder halbierten Liste im Rennen und prüfen da entsprechend genauso. Da wäre dann die 59 jetzt die nächste Zahl, die wir betrachten und würden dann herausfinden, dass das wieder nicht die 67 ist. Die 67 ist größer als die 59, also können wir alles, was links davon ist, wieder wegstreichen. Bleibt dann noch eine Liste mit zwei Elementen. Und da wir immer die größere nehmen, wenn wir das teilen, haben wir zwei Listen und wir gucken jetzt auf das größere Element, dann sind wir direkt bei der 67 und haben dann unsere Lösung gefunden. Das wäre jetzt die binäre Suche, also das Problem jeweils in halb zu teilen. Den Lösungsraum oder das Problem in zwei Hälften mit jedem Schritt zu teilen. Und da können wir ja mal überlegen, wie viele Schritte das jetzt waren. Also wie oft haben wir die Liste geteilt und das Element, also wie oft mussten wir ein Element anschauen und prüfen? Mal zurückgehen. Wir haben also die 41 angeschaut, die 71 haben wir angeschaut, die 59 haben wir angeschaut, das waren drei. Und dann haben wir die 67, also vier Schritte. Viermal haben wir eine Teilung vorgenommen und vier Elemente mussten wir prüfen. Wenn man so will, hat der Computer vier Schritte gemacht. Und das ist natürlich deutlich effizienter als die 19, die wir vorher machen mussten. Jetzt ist die Frage, ist das Zufall gewesen oder ist das systematisch besser? Was meint ihr, was ist hier der Worst Case? Wie lange brauchen wir hier im schlimmsten Fall bei dieser Liste oder generell bei diesem Vorgehen, um die Antwort zu finden. Was ist hier der schlimmste Fall? Ja. Genau, in diesem Fall wären es 5, also es könnte sein, dass wir noch einen mehr gehen müssen, ne? Wenn es die 61 gewesen wäre, dann hätten wir noch einen mehr gehen müssen, ne? Das wäre 5. Genau, in diesem Fall wären es 5, also das Schlimmste. Im Vergleich zu der ganzen Liste ist das deutlich besser, aber gilt das generell? Was wäre, wenn wir jetzt eine Liste von 1000 Elementen hätten? Könntest du da auch sagen, was der Worst Case ist? Und wenn ja, wie würdest du drauf kommen? Also ohne dass du jetzt die Zahl sagst, aber also was wäre dann eine Möglichkeit, das rauszufinden? Die Frage ist, also bei 1000 lineare Suche wäre Worst Case 1000. Das ist klar, wir müssen jedes Element angucken. Bei 1000 binäre Suche, was ist da der Worst Case? Die Frage ist, wie oft können wir die 1000 in zwei teilen, bis wir nur noch ein Element haben? Ja, also 500, 250, 125 und dann werden wir immer kleiner, bis wir irgendwann bei einem sind. Das sind der Zweierlogarithmus aus 1000. Ja, und das ist logarithmisch ist immer gut, das wollen wir, weil das ist eine sehr schnell kleiner werdende Zahl oder beziehungsweise eine sehr langsam wachsende Zahl. Das heißt, selbst der Logarithmus von einer Milliarde ist total annehmbar im Vergleich zu der linearen Suche. Könnt ihr mal eingeben in euren Taschenrechner. Die Frage, wie oft kann ich eine Zahl mit zwei oder durch zwei teilen, bis wir nur noch ein Element haben, ist genau die, die wir hier stellen müssen. Das ist der Worst Case und das ist der Zweierlogarithmus. Und umgekehrt, zu welcher Zahl muss ich
mit zwei potenzieren, beziehungsweise ja, wie oft muss ich mit zwei multiplizieren, damit ich bei der Zahl der Liste, der Länge der Liste ankomme. Also das ist eine deutlich schönere Aussicht, weil wir mit dem Logarithmus tatsächlich unglaublich große Zahlen haben können und trotzdem sehr, sehr, sehr schnell zum Ziel kommen, weil wir mit jedem Schritt die Hälfte der Möglichkeiten wegschmeißen können und dann zum Ziel kommen. Deswegen sind wir immer sagen wir, in der Problemlösung an solchen Ansätzen interessiert, die effizient sind. Und wir werden nachher über Laufzeiten sprechen. Also was bedeutet das in Abhängigkeit vom Problem? Wie lange brauchen wir, um das Problem zu lösen? Und logarithmische Laufzeiten sind das, was wir eigentlich uns im Best Case wünschen. Also das wäre ein deutlich effizienteres Vorgehen, um in der sortierten Liste zu suchen. Ja, das wäre nämlich in jedem Fall besser. Also der Best Case wäre hier natürlich auch eins. Ne? Man könnte Glück haben, dass es genau an der Mitte liegt, das Element. Wir teilen die Liste und es ist direkt die 41, die wir suchen. Ja, dann haben wir Best Case 1. Aber der Worst Case vor allen Dingen ist sehr, sehr annehmbar. Das ist das Gute hier. Und der Average Case können wir vielleicht auch drüber sprechen. Das ist tatsächlich der Zweierlogarithmus. Also im Schnitt brauchen wir irgendwas zwischen 4 oder 5 Fragen in diesem Fall, weil im schlimmsten Fall sind es die 5. Wir müssen noch einen Schritt weitergehen. Aber im besten Fall sind es auch maximal eben, oder normalerweise sind es im Schnitt sind es eben 4 oder 5, wenn wir das ganz oft durchlaufen lassen würden. Das wäre also hier der Zweierlogarithmus. Da kommt irgendwas zwischen 4 und 5 raus, müssen wir ausrechnen. Das wäre der Schnitt, im Durchschnitt die benötigten Schritte, die wir brauchen. Wunderbar. Also wir haben mit der linearen Suche kennengelernt. Es geht auch einfach wirklich Schritt für Schritt. Wir können aber deutlich effizientere Lösungen finden, wenn wir uns zunutze machen, dass die Informationen in einer bestimmten Form vorliegen und in diesem Fall sortiert vorliegen. Jetzt müssen wir uns natürlich fragen, wie kommen sie eigentlich in eine sortierte Form? Ja, und das ist wieder ein anderes Problem, was wir aber wieder lösen können mit Computern, wo wir auch sehr effiziente Algorithmen haben. Also das heißt, eine unsortierte Liste in eine sortierte Form zu bringen, das Problem wurde sehr umfassend beleuchtet und mit sehr vielen Lösungsansätzen gelöst. Und es gibt einen sehr effizienten oder mehrere sehr effiziente Lösungswege, Algorithmen für die Sortierung. Das heißt, wir können die Liste sehr effizient sortieren und anschließend, wenn sie sortiert ist, können wir dann sehr effizient mit binärer Suche darin suchen. Ja, und deswegen sind Computer eben auch so gut im Suchen von Informationen. Also wenn ihr bei Google Dinge sucht, dann steckt dahinter natürlich deutlich mehr als jetzt so eine Liste. Aber im Endeffekt geht es sehr viel um Sortieren und es geht sehr viel um Suchen in Informationen. Und das ist das, was dahinter steckt. Also effiziente Algorithmen, die clevere Wege nutzen, um in großen Mengen von Informationen das Richtige zu finden. Und ja, Ergebnisse sortieren kennt ihr auch. Ranking in Google Suchergebnissen ist wichtig. Es wird also sortiert, relativ schnell sortiert. Tausende, Millionen von Ergebnissen. Und das funktioniert eben auch mit entsprechenden Algorithmen. Da werden wir dann später im Block 5, wenn es um Algorithmen geht, auch nochmal zwei gegenüberstellen, so wie wir es hier gemacht haben. Einer, der nicht so richtig effizient ist und einer, der deutlich effizienter ist und sehen dann nochmal, warum. Okay. Genau, das waren jetzt, ich habe 3 gezählt, 3 Splits, es waren 4, hatten wir gerade gesagt, es müssten 4 sein, das muss ich korrigieren, weil es waren tatsächlich 4, das ist das Wichtige, 4 Elemente, die wir betrachtet haben, bis wir zur Lösung kamen. Das ist 3 stimmt nicht an der Stelle. Genau, das haben wir gerade schon beantwortet. Also wie effizient sind die denn grundsätzlich? Also für eine Probleminstanz kann das ja mal zufällig richtig effizient sein, aber wir wollen eigentlich immer wissen, grundsätzlich für jedes beliebige Problem, was wir definieren, ist es dann effizient. Und das haben wir gerade gelernt. Log 2, also Zweierlogarithmus, ist bei der binären Suche der durchschnittliche Anzahl Schritte, die ich brauche. Und das ist sehr gut. Ja? Lineare Suche ist es eher so n halbe. Das ist in manchen Fällen annehmbar, aber in großen Probleminstanzen dann doch eher zu groß. Wollen wir uns noch ein zweites Beispiel angucken? Auch sehr gerne in vielen Anwendungsfällen verborgen, nämlich das Zählen von in diesem Fall Wörtern. Ich habe jetzt das Buch nicht dabei, aber das ist ein Buch zur Einführung in die Informatik, wo ich euch auch mal das ein oder andere kleine Kapitel bereitstellen werde. Ich habe es heute wegen des Gewichts nicht dabei. Es ist ein relativ dickes Buch. Und da könnte man jetzt ja sagen, mich würde immer interessieren, wie viele Wörter da drin sind. Das kann ein Computer relativ einfach, wenn ihr in Word eure Projektarbeiten, Seminararbeiten, Hausarbeiten, Abschlussarbeiten und was auch immer schreibt, habt ihr immer die Möglichkeit zu zählen, wie viele Wörter habt ihr schon geschrieben.
Manchmal müsst ihr das auch, wenn ihr zum Beispiel einen Forschungsantrag stellt oder einen Abstract schreibt, dann sind die Wörter begrenzt, die ihr schreiben dürft. Also das heißt, ihr müsst immer wissen, wie viele habt ihr schon, wie viele Zeichen, wie viele Wörter und so weiter. Und das ist letztlich eine Aufgabe, die Computer sehr gut für uns lösen können. Und die Frage ist jetzt, bei sowas wie einem Buch, ja, wir haben jetzt ein Buch und wir wollen eine abstrakte Funktion schreiben, dem Computer beibringen, das zu tun, count words, also zähle die Wörter. Und da wollen wir erstmal überlegen, wie würden denn wir wieder daran gehen, um dieses Problem zu lösen. Und am Ende wollen wir natürlich irgendwie einen Word count als Zahl wieder haben. Ne? Da sind irgendwie so und so viele Wörter in dem Buch drin. Jetzt gebe ich euch so ein Buch, einem von euch, wie würdet ihr daran gehen? Außer dass ihr mir einen Vogel zeigen würdet und sagen würdet, das mache ich nicht, aber angenommen, es wäre total wichtig, dass wir diese Wörter zählen. Was wäre da eine Herangehensweise? Ja. Ja, Seite für Seite durchgehen, den sauren Apfel beißen und zählen. Also da fällt mir jetzt gerade auch nicht so viel mehr ein und das ist tatsächlich auch, sagen wir mal, eine Möglichkeit, die wir da nutzen können. Wir werden gleich sehen, vielleicht gibt es noch andere Strategien, die wir zumindest fahren können. Aber was man definitiv sagen kann, so eine binäre Lösung wie gerade, so einen kleinen Trick, das ist jetzt hier zumindest schwierig. Wir müssen letztlich irgendwie alles zählen. Also wir müssen einmal durch. Das ist tatsächlich der Fall. Also wir fangen bei Seite 1 an, sagen wir 187 Wörter gezählt, dann gehen wir zur Seite 2, zählen dazu mal 12, dann addieren wir die und so machen wir es immer weiter, bis wir zur letzten Seite gekommen sind und irgendwann die Summe der Wörter haben. Also da gibt es jetzt nicht so viele Abkürzungen, die mir direkt jetzt ins Auge fallen würden, wie das bei der binären Suche zum Beispiel war, ne? Dass man da einfach so einen kleinen Trick anwendet und auf einmal sehr, sehr schnell am Ziel ist. Aber was können wir vielleicht trotzdem machen? Wenn ihr jetzt überlegt, ihr seid ja nicht nur eine Person, sondern mehrere, was könnten wir da vielleicht machen, dass es schneller geht? Eine Idee? Ja. Du willst mein Buch zerreißen? Ja, also aufzeigen, sagen wir, wir hätten mehrere Bücher davon. Ja, sagen wir, wir hätten 10 Kopien, ja, dann könntest du. Ja, also das Schema ist, glaube ich, klar. Wir wollen im Prinzip nutzen, dass wir hier mehrere Ressourcen, würde man sagen, nachher in der IT-Infrastruktur oder in der Produktion. Aber wir reden hier natürlich von Menschen. Wir haben hier mehrere Menschen, mehrere Studierende, die mithelfen können. Also wir können letztlich euch jedem ein Buch geben und jeder zählt einfach einen Teil der Seiten. Das sind jetzt hier insgesamt 1300. Da könnte also durch 30 dann jeder einen Teil zählen. Das ist tatsächlich auch eine gute Idee, wenn wir vor allen Dingen auf die Zeit gucken. Ich habe das mal so getestet. Ich habe mal gezählt. Ich habe nicht das ganze Buch gezählt, aber ich habe mal getestet, so im Schnitt pro Seite. Grob mal aufgeschrieben, das sind ungefähr 2 Minuten, die ich gebraucht habe. Knapp drüber. Kann sein, dass man dann irgendwann schneller wird, weil man eine gewisse Lernkurve hat, aber ungefähr 2 Minuten werden es schon sein und man bräuchte dann alleine für das ganze Buch schon so 50 Stunden, um das zu zählen. Das ist nicht so richtig spannend und nicht so richtig schön, diese Aufgabe. Aber wenn wir das Ganze dann eben aufteilen und in mehrere Teile zerlegen, dann könnte man sagen, wenn wir es schon zu zweit machen, ist es nur noch die Hälfte. Jeder macht praktisch 700 ungefähr Seiten. Wenn man das so wieder ungefähr teilt in der Mitte. Und dann sind wir insgesamt, wenn wir alle gleich schnell sind, bei der Hälfte. Und das kann man natürlich dann auch noch weiter treiben mit 4, 18 oder auch beliebig viele Studierende, die dann einen Teil der Seiten zählen. Genau, das ist im Prinzip auch eine Form des Divide and Conquer. Wir teilen das Problem in kleinere Probleme, müssen aber trotzdem jedes Problem einzeln zählen. Das hat also für uns jetzt noch nicht so richtig den Effizienzgewinn, aber wir können, wenn wir das Problem zerteilen in gleiche Häppchen, die immer wieder das gleiche Problem darstellen, können wir etwas anderes machen. Und wie nennt man das wohl, was man hier macht? Also wie würdet ihr das nennen, was wir hier machen, wenn wir mit 4 Studierenden statt mit einem das Ganze machen? Was machen wir da eigentlich so? Außer trotzdem sinnlose Arbeit, aber jetzt das, was wir da inhaltlich tun, wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt statt einer Person mit 4 oder 8 oder 10 oder 100 das Ganze, wir, ja, genau, teilen. Wir verteilen die Arbeit, ja, wenn man so möchte. Jeder kriegt einen Teil der Arbeit, jeder bearbeitet das. Und wir verteilen sie nicht nur,
sondern wir wollen ja auch, dass wir dann alle gleichzeitig daran arbeiten und dann insgesamt schneller sind. Wir können sie auch verteilen und sagen, jeder macht es trotzdem sequenziell. Wenn der erste fertig ist, fängt der zweite an und weiter. Das wäre nicht so richtig schön. Dann hätte jeder zwar weniger zu tun und wäre nicht so müde nachher, aber man hätte trotzdem nichts gewonnen zeitlich. Deswegen parallelisieren wir das Ganze noch. Also wir verteilen und parallelisieren. Das ist das, was wir hier machen. Distribution and Parallelization ist auch eine Lösungsstrategie im Bereich der Digitalisierung, weil wenn wir ein Problem lösen können mit einem Computer und das effizient lösen können, und wir haben ein sehr großes Problem, wo wir nicht so einen schlauen Trick anwenden können, sondern einfach wirklich einfach ein großes Problem haben, was wir hintereinander sequenziell sonst lösen müssten, können wir das teilen und parallel auf mehreren Rechnern in dem Fall. Das geht natürlich immer um Computer im Endeffekt. Also mehrere Rechner könnten für uns diese Seiten zählen, wenn es wirklich sehr, sehr viele sind. Und es gibt tatsächlich Anwendungsgebiete, wenn man zum Beispiel in der ChatGPT und Sprachmodelle guckt, da wisst ihr, da sind sehr, sehr große Textdaten. Also im Prinzip hat man einen großen Teil des Internets genommen, alle Texte, die dort verfügbar sind, und hat die dem Modell in einer Form hingelegt, um damit trainiert zu werden und zu lernen. Also wie Texte aussehen, wie Sprache aussieht und Wahrscheinlichkeitsverteilung aufzubauen. Und das Ganze funktioniert natürlich nicht auf meinem Laptop oder auf eurem Laptop, sondern das Ganze muss in einer großen Rechenclusterstruktur über mehrere Rechner verteilt funktionieren, damit es überhaupt im Laufe der Menschheitsgeschichte abgearbeitet werden kann. Also es ist so ein typisches Problem, wo wir einfach so eine unglaublich große Menge haben, dass wir einfach massiv parallelisieren müssen über mehrere Tausend, Zehntausende von Rechnern gleichzeitig. Ein kleineres Beispiel ist, es gibt das klassische Einführungsbeispiel, wenn man mit Big Data arbeitet, die Aufgabe, Wikipedia zu zählen. Also die Wörter zählen in Wikipedia. Ne? Also welches Wort kommt wie häufig vor, eine Liste zu erstellen, und da kann man Statistik drüber, da kann man wunderbare Analysen machen. Aber das Zählen an sich ist ja eine Aufgabe, die genauso aussieht wie diese hier. Und da würde man auch tatsächlich Wikipedia aufteilen in viele kleine Beiträge letztlich, die dann von jedem Rechner in einem Cluster, in diesem Fall, verteilt, parallelisiert bearbeitet werden. Also das ist noch so eine Strategie, die wir typischerweise in der Digitalisierung finden, in der Arbeit mit Computern. Also nicht nur das schlaue Aufteilen und das schlaue, effiziente Lösen eines kleinen Problems oder eines größeren Problems, das ein Rechner alleine sehr effizient lösen kann, wie bei der linearen Suche, sondern auch das Zerteilen von sehr großen Problemen auf mehrere Computer und die dann wieder zusammenführen, diese Ergebnisse zu einem großen Ergebnis. Ne? Und das wäre dann der zweite Lösungsansatz, den wir heute zumindest uns anschauen wollen. Es gibt natürlich auch noch andere spannende Ideen in der Lösung von Problemen mit Computern und grundsätzlich, aber das sind so zwei, die ich gerne einführend mit euch an diesen Beispielen mal gezeigt haben möchte, weil die tatsächlich, glaube ich, die wichtigsten sind. Und wenn man das dann sich anschaut in unserem Schema und dass man da mal ein bisschen reindrillt, also wir gucken jetzt ein bisschen darunter, wie sähe das dann aus? Das große Kästchen könnte man dann aufteilen. Man müsste zunächst dieses Problem splitten, also das Buch in mehrere Teile zerlegen, das nenne ich mal Split. Und dann wird sozusagen 4x mal n mal das Gleiche gemacht für jeden Teil des Buches. Und am Ende müssen wir aber das Ergebnis wieder zusammenbringen. Also wenn ihr jetzt alle jeweils einen Teil gezählt habt, muss ich am Ende wissen, was hast du gezählt, was hast du gezählt, was hast du gezählt, und dann muss ich das summieren. Das ist dann das, was hier als Merge dargestellt ist. Also wir splitten das Problem, jeder bekommt einen Teil, jeder macht seinen Teil, liefert seinen Teil zurück und dann bringen wir es wieder zusammen, um dann das Gesamtergebnis Word Count ermittelt zu haben.